Hallo Freunde des Space Operas und willkommen zurück zu I'm Not a Monster. Wir haben eine neue Aufgabe und zwar mit Felicia und Dave. Ich nenne ihn jetzt mal Dave, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Wird uns wahrscheinlich nochmal Chat, fast nah dran. Oh Gott, war das weit weg. Ja, Chat und Felicia sind auf der Suche nach Chats Familie. Und versuchen, diese zu retten. Wir haben hier eine neue Bewaffnung. Das sieht schon mal gut aus. Oh, wohnst du hier? Schick. Ja, so ist Felicia. Immer nett zu Chat. Gut, sie haben es ja auch geschafft, über die Triebwerke hinweg ihr Ziel zu erreichen. Das kann nicht jieder. Und sie auch nicht immer. Wir mussten es öfters ansteuern. Ich habe es versucht und irgendwann geschafft. Schauen wir doch mal, wie sie leben. Unglaublich. Mein erstes Mal im Weltraum. Was nun? Wir finden meine Familie und retten sie. Meine Kabine ist in diesem Sektor. Sie sind da. Ich kann es spüren. Hören Sie auch diese leisen Stimmen? Hören Sie auch eine leise Stimme? Es ist Sean. Er ruft nach mir. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich nach dir ruft. Okay, wir haben ein schönes Sturmgewehr und wir haben den Elektroplasmaschneider. Der ist für die Teleportertausche. Hier können wir Roboterspinnen bauen, hier können wir Türme platzieren. Das ist schon mal gut. Felicia hat auch nochmal einen Teleporter, können wir austauschen. Das Kosmetiktäschchen zur Heilung oder die Peitsche zur Chirurgie. Ausgezeichnet. So, was wir sehen, wir sehen nichts. Oh, wir sehen Köfferchen und Leichen. Heilungspots, na gut, brauchen wir erstmal nicht. Was hat er bei sich? Teleporter, die haben wir schon mit diesen anderen Teleportern. Lasergewehr. Glaube ich auch eher nicht. So, hier hat jemand die Steuerung kaputt gemacht. Da unten wahrscheinlich auch, sonst würden wir hier irgendwie durchkommen. Ja, Steuerung nur von der anderen Seite. Das heißt, man wird hier quasi schon leicht fokussiert auf das Ziel. Kampf hat begonnen. Und mit einem sauberen Sturmgewehr können wir ihn erstmal niederschießen und dann in Deckung hüpfen. Während Felicia ihn niederschießt und in Deckung hüpft. Wow, haben wir nochmal ordentlich eingesteckt. Also sie könnte sich jetzt selber heilen und das macht sie jetzt auch mal. Und er richtet nochmal massiven Schaden an. Kann ich beide erwischen? Ja, sehr gut. Nur weil es geht. Okay. Das könnte über die Zeit schief gehen. Bin ich froh, dass wir die jetzt aufräumen, zumindest einen von denen loswerden. Und sie wird mit aller Gewalt weiterhin gegenheilen. Wenn sie genug Heldenpunkte gesammelt hat mit diesen Aktionen, kann sie dann auch aktiv mal auf sich selbst schießen oder sowas ähnliches oder Chirurgie verwenden, falls nötig. So, Chat hat das eine schon geschafft, das zweite... Opfer wartet nur drauf, auch erschossen zu werden. Ich könnte ihn gleich ganz den Chaos machen, das funktioniert nicht. Also Selbstheilung. Einfach weitermachen. Ja, und so sammelt man auch seine Heldenpunkte. Sie heilt sich. Er kämpft und schießt weiter.
sehr gut. Und einmal noch, Freunde, noch einmal stürmt. So, Chat hat ihn besiegt, den Feind, und Felicia hat überlebt. Kampf zu Ende. Und sie macht noch mit ein bisschen weiter, einfach in der Hoffnung, ja, läuft. Geht auch gleich viel schneller. Oh, ihn erschießen wir nochmal schnell. So, jetzt sind beide mal so weit fit. Könnt ihr mal hier kurz reinschauen? Ist wirklich nichts los, okay. Ha, zu viele Räume. Immer eine schlechte Sache. Felicia, hack doch mal ganz kurz den Computer. Nachricht von Dave. Abgefahrenes Hologramm. Woher wusstest du, dass ich Bilder von vom Flaschenschiffen mit wunderschönen Mädchen im Hintergrund sammle? Was dagegen, wenn ich nach meinem Schicht im Museum vorbeischaue, um das Albatros-Modell zu sehen? Natürlich. Ja, genau deshalb. So. Lausiges normales Gewehr, das ist jetzt nicht so spannend. Ein Lasergewehr ist jetzt auch nicht so spannend. Die intelligente Waffe benutze ich dann doch lieber. Nachricht von Papa. Reiß dich zusammen, Kadett. Zu meiner Zeit hätte niemand wegen ein paar kleiner Exen gejammert. Denk daran, dass ich dir beigebracht habe, was ich dir beigebracht habe. Lass die Hosenscheißer zurück und begebe dich sofort auf dieses Schiff. Die Frau und das Kind werden darüber hinwegkommen. Wenn nicht, kannst du neue finden. Wow. Wow. Das ist mal ein Papa, den man sich wünscht. Ja, wenn Frau und Kind weg sind, dann such dir andere. Alles gut. Hat keinen Sinn, sich mit Menschen zu befassen. Wird überbewertet. So, Chat. Öffne die Tür. Schau mal rein, was da vorne so an Sturmgewehren auf uns lauern. Das ist okay. Felicia, diesmal darfst du die Tür öffnen. Ich muss mich ja irgendwie komplett durchackern. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Hä? Hier, halt mal. Sie geht nach vorne, weil sie kann da mit der Peitsche deutlich mehr anrichten. Und er in ihrer Nähe natürlich dann auch. Wow. Also die eine Echse hat es zumindest mal zerrissen. Was machen wir mit den anderen? Ich würde sagen, ich schieße quer, dann treffe ich doppelt so viele Gegner. Kühn behauptet. Ja, ich müsste dann mehrmals auf die Leute schießen. Also schießt jetzt Felicia auf ihn. Während Chat hier die beiden vorbereitet. In Deckung sind wir ganz gut aufgehoben. Wow, das läuft nicht gut. Okay, was machen wir nun? Ich würde sagen, Chat kriegt erstmal seine Packung Heilung. Und da wir alle auf die da hinten schießen, machen wir das auch gleich nochmal. Ah, die haben keine so starken Waffen. So, nochmal da hinten hinschießen. Felicia könnte
das Ganze beschleunigen, weil die Kugel ja immer trifft. Ja, diesmal kann sie sich nicht heilen, sie schon. Sie werden sich nicht beide retten können. Und Chat erschießt jetzt nochmal beide. Einfach nur, weil es geht. Okay, sie war dumm genug zurückzuschießen. Sie rettet sich nochmal. Wird ihr aber nur Zeit verschaffen. Ah, nicht. Nicht gerettet. Auch gut. Mach mal an. Wir werden nicht lange durchhalten. Wir müssen los. Ja, aber wohin? Mach mal an. Danke für die Hilfe. Na, immer wieder gerne. Ich fällt mir gerade was Wichtiges auf. Felicia, und ich bin froh, dass sie das kann, wird nochmal hier durchheilen. Und weil sie so gut da drin ist, gleich ihn hier mit. Und um das Ganze wieder auszugleichen, was wir hier verbraucht haben, heilt sie sich nochmal selbst und kriegt nochmal Heldenpunkte dazu. Die Kolibri. Kein Schaden, keine Reichweite, aber immerhin da. Erste Hilfe-Köfferchen. Eine Wirkung. Nicht so spannend. Bei ihr liegt der gleiche Kram rum. Liegt einfach daran, dass wir sowieso beide Felder abgegrast haben. Sturmgewehr. Wir sollten vielleicht nochmal in den Computer reinschauen. Nachricht von Leutnant Greensby. Schwarz, versuchen Sie unter keinen Umständen zu unserem Posten zu gelangen. Da ist ein Haufen Irrer mit Maschinengewehren, die auf alles feuert, was sich bewegt. Wir sind bei A5D11 und versuchen herauszufinden, was los ist. Kommen Sie zu uns, aber nehmen Sie die Hände hoch, sonst kann es sein, dass ich Sie erschieße. Einverstanden? Wir sind jetzt mal schwarz. Also vom Namen her vielleicht nicht unbedingt passend, aber wir werden jetzt versuchen, die Aufgabe von schwarz zu übernehmen. Eureka! So, Chat ist komplett aufgeladen. Was wir dann auch gleich mal... Notfallplan, ganz nebenbei. So, jetzt kann er mit den Leuten plauschen. Willst du uns hier rausholen? Wir werden nicht lange durchhalten. Wir müssen los. Sie haben sie von meinen Augen in Stücken gerissen. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich widerlich. Wahrscheinlich sie hier. Heilpads. Wäre natürlich toll, wenn wir sie brauchen würden. Nachricht. Miri, du bist zum letzten Mal zu spät gekommen. Ich hatte darüber nachgedacht, dir noch eine Chance zu geben, bis ich deine Ausrede über fleischfressende Monster im Flur gesehen habe. Es ist einfach lächerlich. Komm vorbei und hol dir deinen letzten Gehaltscheck ab. Ich werde dir keine Referenz für andere Schiffsdienste ausstellen. Oberingenieur Lou. Ja, ist klar, Lou. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch was ausstellen wird. Vielleicht hat sie ihn auch schon zerrissen. Wer weiß, wir kennen sie nicht alle. Dann Nachricht von Ichigo Young. Alles Gute zum Geburtstag. Lass es krachen, Mann. Es wäre irgendwie befremdlich, wenn der Gemeinschaftsraum nach deiner Party noch nicht völlig verwüstet wäre. Okay. Ja, das weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Der Nächste möchte vielleicht auch noch eine Party da drin feiern und das wird dann wohl nichts. Dan Yeworth. Kennen wir den? Noch nicht, oder? Willst du uns hier rausholen? Im Moment noch nicht. Wachtmeister? Danke für die Hilfe. Ja, immer wieder. Gerne würde ich jetzt nicht behaupten. Da ist wer zu Besuch. Gleich zwei an der Zahl. Das Schöne ist, ich kann hier auf beide schießen und mich
Daniel hinten verstecken, während sie auf beide schießen kann und sich dann da verstecken kann. Hey, Schützenhilfe, könnte es sich jetzt langsam nützlich machen? Chat, was kannst du alles vernichten? Oh gut, beide treffen, das ist schon mal viel wert. Nur weil es geht. Halt, wartet mal. Nicht weit genug, ne? Dann. Nein, so rum. Nur weil es geht. Nicht, dass er jetzt auch auf dem Weg zu Chat ist. Okay, das können wir lösen. Sie kann mit der Zielmunition auf ihn ballern. Hier würden wir den eigenen Mann verletzen, werde ich also nicht machen. Dafür kann ich da unten hin ausschaltend wirken. Nur mehr Verstecke werde ich nicht kriegen. Au. Wow. Wie konnten die Felicia so hart treffen? Im Ernst? Wie konnten sie Felicia so hart treffen? Das ist nicht gut. Chat. Das Problem ist, ich schieße immer noch durch den eigenen Mann. Ich glaube, da hinten der Koffer war geeignet. Geh doch mal Nachschub holen an medizinischer Ausrüstung. Dum, 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 dum. So, wir werden den Teleporter austauschen müssen. Großartig. Dann schnelle Selbstheilung ansetzen. Ich werde nicht retten können, ist ja klar. Die Feinde müssen näher heran, dass er auch anfängt zu ballern. Dann rennen wir da unten hin. So, und jetzt könnten wir natürlich den Gar ausmachen, den beiden. Mehr oder weniger. Vorausgesetzt, der Kandidat schießt mit. Ja, tut er, aber schießt auf den Falschen. Aber der Turm richtet. Uff. So, Felicia, du weißt, was zu tun ist. Die Fehlerheilung rettet sie ein wenig. Jetzt kann sie natürlich mit dieser geretteten Punktesammlung ihn retten. Wie machen wir das? Er schaut mal hier kurz ins Köfferchen. Gibt das weg. Kannst schon mal da hinten ins Köfferchen schauen. Das ist nur ein Sturmgewehr. So, bei ihr tauschen wir ganz kurz mal den Teleporter aus. Achso, ja, genau, sowas. Muss ja daneben stehen. Ich kann nicht alle retten, aber was mir wichtig, ihn kann ich zumindest mal noch mal ein bisschen Heilung geben. In der Zwischenzeit kann ich mich wieder mit dem anderen Zeug vollstopfen. Hier, nimm doch mal mit.
Habe ich da eigentlich in die ganzen Koffer reingeschaut? Ich glaube, da war nichts Interessantes dabei. Genau, Sturmgewehr, die hatte, und die beiden hatten Pistole und Lasergewehr. Ja, und den Erste-Hilfe-Koffer. Der natürlich auch wiederum interessant wäre. Haha. So, dann retten wir ihn mit dem Erste-Hilfe-Köfferchen. Zack. Das gibt wieder Heldenmut. Und noch viel besser. Das Ganze geht noch weiter. Noch mehr Heldenmut. Ich kann nicht alle retten, aber ich kann es versuchen. Eureka. So, ist natürlich besser als die Puderquastentasche, die sie da selber hat. Aber ich glaube, das ist etwas, was jemand anders für sie tragen sollte. Das tauschen wir so aus. So, Chat kann sich nochmal dieses Medi-Köfferchen holen. Ich weiß, hier ist der Teleporter, wäre vielleicht wichtiger, dass ich den behalte. Das macht keinen Unterschied, ob ich jetzt als Kombination das Medi-Köfferchen oder eben den Handschuh benutze. Aber das Medi-Köfferchen ist besser als das, was Felicia da selber mit sich rumträgt. Trotzdem soll sie natürlich auch den Teleporter behalten. Ich hätte das so gern mitgenommen für niemand anders. Nochmal zurück. Da hinten müsste noch der Teleporter sein, den behalten wir auf jeden Fall. Wir haben ja festgestellt, es kann unglaublich wichtig sein, die Position mit dem Feind zu tauschen. So, wo wir gerade dabei sind, in Sachen von wichtig. Nicht, dass da noch mal was herausgestromert kommt. Okay, diesmal darf Chat lesen. Nachricht von Chris. Mein Liebling, wir sind zu dritt hier am Poster. Am Posten. Am Posten. Posten. noch mal von vorne. Mein Liebling, wir sind zu dritt hier am Posten, aber es kann nicht ewig so weitergehen. Ich komme dich holen. Hab Geduld. Öffne die Tür für niemanden außer mir. Diese Monster geben vor, Menschen zu sein. Und ich auch. So, okay. Chris ist leider ja nicht geschlecht, oder was heißt leider, ist einfach nicht geschlechtsspezifisch verwendet, sodass es Chris für Christine oder Christina oder auch für Christoph oder Christopher oder Christus ganz kurz von daher halten kann. Also geschlechtsspezifisch ist es nicht. Von daher kann man da nicht viel dazu sagen. Nachricht. Legen Sie dann das Borgel-Abdomen in die Restrukturierungsmaschine. Schalten Sie sie für 30 Sekunden bei maximaler Leistung ein. Entfernen Sie den lilafarbenen Schaum und lassen Sie ihn 4 Tage lang bei einer Temperatur von 1700 Grad im Thermostat liegen. Das klingt nach einem Rezept. Klingt lecker. So, der Weg ist frei zur Mitte. Weiß nicht, ob das gerade gut ist, aber ich mache das mal. Jetzt auch keiner gewohnt. Felicia, kannst du irgendwas für uns tun, was Sinn macht? Railgun, wenn wir behalten müssen. Übersprung ist auch nicht schlecht. Nee, im Moment kann sie nichts für uns tun. Das Schlimme ist, ich hätte ganz gerne noch einen Turm hier irgendwo stehen.
Auch hier sind keine weiteren Nachrichten zu finden. Ich hab's geahnt. Irgendwas kommt ja immer. Da unten, nicht da drin. Außerhalb der Reichweite. Ui. Noch sind wir unsichtbar, sollte eigentlich nichts passieren. Die entscheidende Frage, von wo kommt der Feind? Mindestens mal von da. Und für sie gilt. Oh, wir nutzen das mal aus. Und danach sollten wir vielleicht fliehen, irgendwo dahin. Ihn hätte ich ganz gerne vorne liegen lassen oder stehen lassen, weil er sollte das Ganze mal im Blick halten. Wenn der angerauscht kommt, geht er auf jeden Fall drauf. Der Turm schießt ja. Er kann sich mit dem Handschuh verteidigen. Und sie kann ihn zur Not nochmal heilen. Ja. Laserkanone und Gegenheilung. Ei, ei, ei. Das Spiel können wir noch ein bisschen spielen. Das ist okay. Ich treffe zwei von denen. Sehr gut. Okay, der Turm wird hier wahrscheinlich auch nochmal wütend und schießen. Die kommen dann in Schussreichweite. Hier die unten kann ich nicht anvisieren. Die kommen in Schlagreichweite. Ich werde ihn hier schon mal vorschwächen. Es bleibt wirklich was übrig von denen. Ah, verflixt. Hehe, okay. Jetzt wird's echt spaßig. Ich kann zwei erledigen. Und schon mal vor den Turm hüpfen, das ist in Ordnung. Sie kann sich chirurgisieren. Wäre dann auf jeden Fall wieder völlig geheilt nach den Schlägen und Tritten. Oder ist, naja, geheilt vor den Schlägen und Tritten. Dieses miesmuschige Kuschelmonster. Okay, das müssen wir hier hinschießen. Geht nicht anders. Und er wird dann nochmal, keine Ahnung, durchstarten womöglich. Felicia ist jetzt gerettet. Ah, das machen wir anders. Einmal Peitschenhieb und hier erschießen wir Chat. Dann ist wieder alles gut. Unser Türmchen ist weg. Das ist wiederum nicht so gut. Achso, Chat soll da reinschauen. Intelligentes Gewehr Typ 2. Vielleicht eher nicht. Wenn ich den Turm hier hinstelle, komme ich nicht weit genug. Andererseits, wenn ich den Turm hier nicht hinstelle, komme ich nicht weit genug. Also würde ich sagen, wir stellen hier einen Turm hin, der den Gang runter sichert und nur weil er es schon kann,
watschelt er am besten noch mal ein paar Schritte weg, während sie Railgun dort massiv für Ärger sorgt. Macht das Spaß? Ja, glaub schon. Ja gut, einmal die Punkte ausgeben. Man hat sie ja. Allein dafür hat man die ja hingestellt. So, Chat ist außer Schussweite, außer Sichtweite. Das bedeutet noch ein Turm. Wenn die so blöd sind, hierher zu kommen, dann sollen sie sich auch wirklich dann den Abschuss verdienen, den sie haben wollen. Halt. Sie könnte wieder mit der Puderquaste aktiv werden und Chat nochmal reparieren. Also im Ernst, ich kann warten. Vielleicht warten wir hier vorne. Das macht, glaube ich, ganz gut Sinn. Ich könnte natürlich noch als Opfer hier reinlaufen. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Husch. Die wollen ihre Deckung nicht aufgeben. Die Frage ist, wie weit können die schauen? Ja, und sie hat sich unten auch wieder geheilt. So, Verteidigungsmatrix an. Und hier schießen wir so lange auf die Krankenschwester, die sie da übernommen haben, bis... Ha! Bis sie stirbt, sie heilt jetzt den Falschen. Sehr gut. Ah, es reicht noch nicht. Schade eigentlich. Hätte ich mir jetzt echt nochmal die Laserkanone holen müssen. Na gut, es macht nicht viel Unterschied, wenn ich den jetzt nach vorne beame. Ich habe nämlich keine Kanonen hierüber gerichtet. Dafür müsste er einmal die Position wechseln. Ja, heilt sich selbst. Für etwas mehr Sicht versuchen wir es jetzt hier hinzustellen. Also sie kann eigentlich stehen bleiben. Ja, wir sehen immer noch nichts. Die Teleporter helfen mir nicht. Da habe ich ja diese Module, die sind besser. Chat hat sich nochmal abschießen lassen. Schade, es reicht leider nicht für den Turm. Okay, ich werde mir irgendwas einfallen lassen müssen. Das mache ich in der nächsten Folge. Und ihr seid mit der Sicherheit wieder mit dabei. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.